Wir beginnen mit einem Lied, das ist die Hymne zu Brahma. Wir singen das auf Sanskrit und dann auf Englisch. Wir haben da leider die Worte nicht auf Deutsch dafür. Lasst uns kurz die Augen schließen, gerade aufsitzen und versuche tief hineinzugehen, dich zu verinnerlichen. Noch einmal die Worte von dieser Hymne, voll mit Seligkeit, transzendente Freude gebend, mit höherem Wissen, nicht mehr in der Dualität, klar als der Himmel. Er ist bekannt als dies ist das. Er ist rein, permanent, unbeweglich, der ewige Seher auf allem, weit über alle Qualitäten hinausgehend. Guru Herr, ich verbeuge mich vor dir. Om. So, gestern haben wir kurz über die Chakren gesprochen und ich glaube auch Asha hat kurz dann auf gewisse Qualitäten angesprochen. Wenn man mit Kriya, der Pfad des Kriyas,
sehr viel hat auch mit den Chakren zu tun, weil in den Chakren, da ist nicht nur unsere Bewusstseinsebenen, aber da sind auch kleine Samen drinnen, die durch jede Aktion, jeden Wunsch, Desire, jedes Handlung, jede Tat, die wir jemals gemacht haben, die sind in diesen Chakren als Samen vorhanden. Und um zur Erleuchtung zu gelangen, zu dem Wissen, wer wir wirklich sind, müssen wir diese Samen auflösen. Man kann, als Meister sagte, Millionen von Leben dazu verwenden, aber das bedeutet auch Millionen von Leben, kein neues Karma, keine neuen egozentrischen Handlungen zu machen. Oder man kann sozusagen die Rakete oder die Concorde, ganz ein schnelles Flugzeug, nehmen, um zur Erleuchtung zu gelangen. Und wenn man über den Pfad des Kriegers spricht, das ist, wie Meister es nannte, der Airplane Route oder eben mit, dass wir mit dem Flugzeug fliegen, anstatt mit einem kleinen Bummelzug durch das Leben marschieren. Wenn wir über den Pfad sprechen, das sind gewisse Techniken damit verbunden, die eben unsere Kriegermeister gebracht haben, wieder in diese Zeit, in diese Jahrhunderte gebracht haben. Zuerst, als ihr höchstwahrscheinlich alle wisst, es wurde eben durch Babaji, Mahavatar Babaji, wieder zur Menschheit gebracht. Und unser, kann man sagen, Kriya-Vater Lahiri Mahashaya ermöglichte es durch seine unglaubliche Liebe für die Menschheit, dass man nicht ein Swami oder Mönch sein muss, um diese sehr heiligen Techniken zu praktizieren. Aber dass man, wenn man aufrichtig ist und ehrlich auf der Suche, dass man eben diese Praktiken auch im Familienleben praktizieren können. Und da eben Mahavatar Babaji war in diesen Jahrhunderten der Erste wieder, der das zur Menschheit gebracht hat, mit Lahiri Mahashaya, dann Swami Sri Yukteswarji und unser Meister. Und das sind auch von Lahiri Mahashaya sehr viele direkte Schüler, die eben auch Kriya weitergeben. So, da gibt es verschiedene Linien. Die Techniken, die wir auf unserem Pfad haben, die wurden eben von unserem Meister Paramhansa Yogananda gegeben. Wir gehen zuerst ein bisschen in diese Techniken rein, was eben die Vorbereitungen sind, um dann Kriya zu praktizieren. Aber ihr werdet sehen, dann am Ende ist es nicht nur alleine die Praktiken, die man täglich praktiziert, aber auch ein gewisser Lebensstil, ein gewisses Bewusstsein und bewusst daran zu arbeiten, kein neues Karma mehr aufzubauen und eben bewusster im Alltag auch zu leben. Die Praktiken, die wir haben auf dem Kriya-Pfad, die erste, sehr viele von euch kennen die schon, das sind die Aufladeübungen. Ich glaube, Chayadev hat schon darüber gesprochen, die Energieaufladeübungen. Und die sind ganz, ganz wichtig, weil nicht nur, dass sie einem helfen, eben wieder viel mehr Lebensenergie, pranische Energie aufzubauen, aber die machen uns auch bewusst, dass wir nicht nur einen physischen Körper haben, aber auch einen Astralkörper und auch einen Kausalkörper. Und mit diesen Übungen spürst du und du bekommst richtig gegenwärtig mit deinem Astralkörper. Auch das spirituelle Auge wird durch die Aufladeübungen sehr
stimuliert, angeregt. Eben, da ist ja der Sitz der göttlichen Willenskraft und die wird immer damit angeregt. So, das ist die Basis, die Energieaufladeübungen. Dann die nächste Praktik, die man auf diesem Pfad bekommt, ist eine Konzentrationstechnik. Diese Konzentrationstechnik oder auch Hong Song ist, hilft einen sozusagen Abstand zu nehmen von der Identifikation des Egos und Identifikation mit dem physischen Körper. Dass man sozusagen von die Sinne, die immer nach außen gerichtet sind, dass man die zurückzieht, sich verinnerlicht. Wenn man diese Praktiken dann praktiziert für eine Zeit lang, dass man sozusagen täglich in der Früh und am Abend diese zwei Techniken praktiziert, dann kann man sich schön langsam vorbereiten für die nächsten Praktiken. Um die nächsten Techniken auf dem Pfad des Kriya-Yogas zu empfangen, da benötigt es, dass man sich schon entschlossen hat, eben Yogananda als den Guru, als den Meister, als den Führer zu akzeptieren und dass man das Leben eben, das eigene Leben, wirklich dem Pfad hingibt und der Verwirklichung, dass man daran arbeitet, eben zur Selbstverwirklichung zu kommen. Nachdem man sich entschlossen hat und innerlich spürt, ja, das ist mein Pfad, das ist mein Weg, um zur Erleuchtung zu gelangen, dann kommen andere Techniken. Eine ist die Om-Technik, dann Navi-Kriya und viele andere Techniken, bis man dann bereit ist, zu der ersten Kriya-Einweihung zu gelangen. Kriya-Einweihung, das ist deswegen, weil es ist ganz eine heilige innere Technik, die mit der Gegenwart des Meisters in jedem von uns dann praktiziert wird. Kriya als eine Technik ist ein Prana-Yama, das man sehr spezifisch eben innerlich praktiziert. Aber eben durch die Einweihung, wo der Meister eben eingeladen wird, dass er dann mit uns praktiziert, uns innerlich führt, gibt man dann die Verpflichtung, jeden Tag täglich diese Kriya-Praktiken zu praktizieren. Dann gibt es die zweite Kriya-Einweihung, die dritte und die vierte. So, wir haben auf diesem Kriya-Pfad vier Einweihungen, wenn man Kriya praktiziert. Das sind die Praktiken. Aber wenn man jetzt zum Lebensstil geht, es ist sehr wichtig, an dem Einklang mit dem Meister zu arbeiten. Bewusst immer innerlich in Verbindung zu bleiben mit den Meistern, dass man immer in deren Gegenwart lebt. Und da ist es sehr, sehr hilfreich, täglich etwas vom Meister zu lesen. Oder es gibt auch sehr viele Aufnahmen, wo man Meister Stimme hören kann. Dann auch Bücher von Swami Kriyananda und vieles, vieles mehr, weil das hilft, dass man immer wieder im Einklang bleibt mit dem Meister. So dass nicht nur, dass man eine Stunde oder zwei Stunden in der Früh und am Abend praktiziert und den Rest des Tages dann mehr ein mehr weltliches Leben führt. Nein, auf dem Pfad des Kriya-Yogas versucht man, alles zu einer Einheit zu bringen. Weil zu guter Letzt das, was die größte Verhinderung ist, um zur Erleuchtung zu gelangen, ist unser Ego, ist unsere Identifizierung,
kann man sagen, seit vielen, vielen Leben und Wiedergeburten immer wieder, dass man sich identifiziert mit dem Körper, mit der Persönlichkeit. Und sehr oft ist es nicht so einfach, darüber hinauszugehen. Und das Ego kann auch sehr tricky oder sehr tricky sein, auf Deutsch tricky, schlau. Das Ego kann sehr schlau sein, dass es eben versucht, uns immer wieder davon abzubringen. Das Ego möchte nicht, dass wir zur Erleuchtung gelangen. Das bedeutet, dass das Ego sich auflösen muss, sich komplett im Bewusstsein der göttlichen Seele aufzulösen. Und da benötigt es einen Meister. Und wir haben die große Gnade, dass wir Yogananda immer mit uns haben. Auch wenn er derzeit nicht im physischen Körper ist, er ist mehr gegenwärtig, als man jemals mit einem physischen Körper sein könnte. Wo immer man ist, in deinem Zuhause, in deiner Arbeit, wo immer, Meister ist mit uns. Er ist allgegenwärtig. Und wenn wir nur darum bitten, wird er uns immer führen, in der Praktik helfen, in unserem täglichen Leben helfen. Weil durch die Kriya-Praktik, wir lösen so schon langsam, kann man sagen, diese Samen, karmischen Samen von vergangenen Tätigkeiten und Gedankenbilder auf. Und der Meister hilft uns dabei, der Guru, bis wir zu dem auf die Ebene der Erleuchtung kommen. Und als Meister auch sagte, am Ende ist es dann nur ein, sich zu erinnern, dass wir immer die Seele gewesen sind. Das heißt, dass wir, so wie wenn man einen Zwiebel nimmt, dass du immer einen Schleier nach den anderen wegnimmst, zu guter Letzt, dass nichts mehr da, außer das unendliche Licht, was unsere Seele ist, oder auch das unendliche Bewusstsein. Und eben mit den Praktiken lösen wir sehr viel von diesem Karma auf, was wir normalerweise, das Karma, was wir erzeugt haben, muss immer ausgeglichen werden. Und dadurch verwenden viele Menschen, viele Seelen, viele, viele, viele Millionen Leben, um all das erzeugte Karma aufzulösen. Die müssen immer wieder wiedergeboren werden eben auf dieser Erde, in dieser Welt. Als Meister auch sagte, wenn man nur den Wunsch hat für Curry oder dass man eben Curry liebt und sagt, oh, ich möchte immer Curry haben oder auch einen Käsekuchen. In Deutschland habt ihr ganz sicherlich sehr gerne den Käsekuchen. Und falls man den physischen Körper verlässt und dann noch den Wunsch hat, oh, ich möchte noch ein Stück Käsekuchen haben, und dann macht man den letzten Atemzug, Meister sagte, wir müssen dann wieder hierher zurückkommen. Nur weil da noch Wünsche da sind. Weil das sind diese Samen in uns. Und mit der Kriya-Praktik lösen wir diese Samen auf. Und dass zu guter Letzt kein einziger Same mehr vorhanden bleibt. Und auch mit unseren Handlungen, und da ist eben der Weg des Kriyas, nicht nur die Praktik alleine, aber auch unsere Handlungen. Jeder unserer Gedanken ist eine subtile Handlung. Sobald wir jemanden kritisieren, das erzeugt schon wieder Karma-Samen in uns. Sobald wir einen negativen Gedanken haben über Weltgeschehen, über jemand anderen, das erzeugt schon wieder Karma. So, wir müssen immer unglaublich wachsam sein, als Meister auch sagte und auch in der Bhagavad Gita es immer wieder gesagt wird.
Wir müssen unglaublich wachsam sein, welche Gedanken wir in uns erlauben. Das ist während des Tages, während unseres täglichen Lebens. So auch wenn es zu, kann man sagen, zu Friktionen kommt in Beziehungen, wir müssen diese auflösen. Nicht uns damit zu identifizieren, nicht wieder neues Karma aufzubauen. So, das ist dann der Weg des Kriyas. Langsam alles loslassen. Und speziell ein Hindernis auf dem Kriya-Pfad, speziell, sind gewisse Emotionen. Weil umso subtiler wir werden, umso mehr Macht ist auch in den Emotionen. Zum Beispiel, wenn ein normaler Mensch wütend wird, es ist nicht so extrem schlimm. Ja, es ist Karma, aber nicht so schlimm. Aber wenn man als Kriya-Yogi wütend wird, Emotionen sowie Zorn und andere Emotionen erlaubt und nicht daran arbeitet, loszukommen von denen, die können sehr uns wieder so richtig zurückschwemmen, dass man wieder ganz schön daran arbeiten muss, wieder auf einen gewissen Punkt zu kommen in der Evolution. Und so, das ist das Wichtige. Nicht nur praktizieren täglich die Meditation, die Kriya-Techniken, die wir dann alle bekommen, für diejenigen, die noch nicht Kriya-Yogis sind, aber vielleicht daran denken und sich vorbereiten darauf. Man kann schon damit anfangen, bewusst zu leben. Wie sprichst du mit deinen Menschen um Menschen? Wie denkst du über andere? Wie denkst du über dich selbst? Man muss vorsichtig sein, um nicht Karma aufzubauen. Weil das ist ein sehr wichtiger Teil. So, das heißt, dass man so schön langsam immer mehr Chitta oder diese Samen loslassen und dass man detached, nicht anhaftend, dass man nicht anhaftend durchs Leben geht. Das ist sehr, sehr wichtig. Man kann reine Gefühle haben im täglichen Leben, aber man soll sich fernhalten von Emotionen und auch von Desires, von Wünschen, sehr viele weltliche Wünsche, die halten uns wieder zurück. Das ist so, als wie wir praktizieren zum Beispiel Kriya, die verschiedenen Kriya-Praktiken. Wir lösen Karma-Samen auf und dann während des Tages haben wir einen Wunsch nach dem anderen, den wir nicht richtig erfüllen können. Wir bilden wieder Samen. So, das ist eben der Weg des Kriyas, dass man bewusst im Laufe des Tages an sich selbst arbeitet und bewusst auch Kriya praktiziert, sodass jede Handlung uns befreit. Jeder Gedanke, den wir haben, den wir erlauben, uns befreit von Wiedergeburten, sodass wir am Ende uns wirklich daran erinnern können, wer wir wirklich sind. Jetzt würde ich, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich wollte auch Zeit lassen, falls ihr Fragen habt oder so für eine kurze Fragen- und Antwortphase zum Kriya-Pfad, zum Wege des Kriyas. So, wir könnten vielleicht auch jetzt schon damit anfangen. Habt ihr welche Fragen? Ich würde mal vorlesen, ne? Kannst du mich hören, Bhajana? Ja, ne? Ah, alles klar. Kannst du mich hören, Bhajana? Ja, jetzt kann ich euch hören. Ah, okay, alles klar. Also Andrea fragt, wie macht man Folgendes, wenn wir was nicht, wenn mir was nicht gut tut, zum Beispiel ein Gespräch mit jemand, das mir Energie raubt? Wie kann ich ohne Bewertung damit umgehen
und das Gespräch beenden. Nicht um den anderen zu verletzen, sondern mich zu schützen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Normalerweise niemand kann von uns Energieraum. Kein äußerer Zustand kann von uns Energieraum. Es ist, wenn wir mit unserem Ego identifiziert sind, dann können wir beeinflusst werden. Da kann ich ganz kurz ein Beispiel geben. Vor vielen, vielen Jahren, das war so ziemlich am Anfang, wie ich am Kriegerpfad war, da hatte ich eine Diskussion mit einer Freundin, auch mit einer Kriegerbahn, und sie war ein bisschen wütend und hat mich sozusagen verbal ein bisschen angegriffen. Man kann da reagieren drauf, dass man sagt, wie erlaubt sie sich das? Oder dass man eben vom Ego heraus reagiert, das wird unsere Energie wegnehmen. Ich habe in dem Moment einen Gedanken gehabt, habe gesagt, kann sie nicht sehen, wie schön sie ist? Immer auch in Momenten, wenn man mit jemandem spricht, und es vielleicht jemand, der zornig ist auf uns oder dass es irgendein Missverständnis gibt, schaue auf die Wahrheit, auf das Licht in der Person. Oder was auch sehr hilfreich ist, dass keine Energie weggenommen wird, ist, dass man anstatt an sich selbst denkt, dass man denkt auf die Person. Wenn uns jemand verbal angreift, das heißt, die leiden innerlich. Wenn wir Mitgefühl haben, wenn wir Liebe für andere Menschen haben, nichts und niemand kann unsere Energie nehmen. Da geht dann nur Energie dann zu den anderen. So versuchen in diesen Diskussionen oder in Situationen als allererstes vom Ego wegzugehen. Detachment, das heißt nicht Entanglement, dass man nicht identifiziert ist. Okay? Jetzt, Johannes hatte eine ganz kleine Frage. muss ich mich für Rechtschaffenheit einsetzen, wie zum Beispiel Rama? Bitte? Rechtschaffenheit? Muss ich mich für Rechtschaffenheit einsetzen, wie zum Beispiel Rama oder Ram? Ja, man soll Dharma, jeder von uns hat Dharma, das heißt Aktionen unserer Seele. Für einige kann eine gewisse Handlung richtig sein, für andere nicht. So, da ist es sehr, sehr wichtig, eben, dass man immer wieder innerlich fragt, wenn man gewisse Handlungen machen will, ist das dharmisch, ist das richtig? Ist das richtig für meine Seele? Ist das richtig für andere, dass ich das mache? So, das ist Rechtschaffenheit. Nicht vom Ego geführt oder von unseren Wünschen, aber richtig versuchen, sich zu verinnerlichen und sich dann fragen, ist das richtig, dass ich es so mache oder dass ich diese Tätigkeit mache? Ja, das ist hilfreich. Ja, hier gibt es noch eine Frage, liebe Bhajana. Du erwähntest, dass man sich möglichst von Emotionen freimachen sollte, jedoch treten im Zusammenhang mit Kriya-Yoga und Meditation auch sehr schöne Momente der Verbundenheit, insbesondere mit einem höheren Bewusstsein auf. Sind dies auch solche Emotionen, von denen man sich freimachen sollte, oder sind dies keine Emotionen per Definition nach Yogananda? Diese Erfahrungen, die man macht, Gefühle sind nicht Emotionen. Klare, reine Gefühle, auch der Glückseligkeit, der Freude, der Liebe, wenn man zum Beispiel unglaubliche Hingabe und Liebe für Gott, für den Meister fühlt oder für die göttliche Mutter, das sind klare Gefühle. Emotionen sind meistens von unserem Ego ausgeleitet. Emotionen, wenn man jemanden liebt und wenn diese Person uns zum Beispiel nicht liebt,
dass wir dann wütend darauf reagieren, so dass, wo es immer die Dualität gibt. Die Gefühle, die wir haben von der Meditation oder wenn wir mit dem innerlich, mit dem Meister spüren oder diese innere Freude wahrnehmen, das ist nicht Dualität, das ist dann Wahrheit. So, ich nenne das klare, reine Gefühle anstatt Emotionen. Andere Fragen? Noch speziell vielleicht zum Pfad des Kriya, sonst würde ich noch ein paar Sachen zu dem Aspekt der Devotion, Hingabe, auch ein bisschen sprechen. Also im Moment keine Fragen, nur Andrea sagt Dankeschön für die tollen Erklärungen. Okay. Und Tobias sagt auch vielen Dank. Ja. Sehr gut. Nee, dann möchte ich nur einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt ansprechen, was den Pfad des Kriyas anbelangt. Nicht nur den Pfad des Kriyas, aber um zur Erleuchtung zu gelangen. Ohne dem können wir keinen Schritt vorwärts machen. Und das ist die Hingabe. Dass man, auch wenn man zum Beispiel Kriya-Einweihung bekommt, Kriya-Techniken lernt, aber wenn sie nur mechanisch werden, wir werden nicht sehr viel vorankommen auf diesen Weg. Weil wenn wir Hingabe, wenn wir Liebe, aufrichtige innere Liebe haben für das Göttliche, für die Meister, das ist sozusagen, als wie wenn ein Segelboot einen richtigen starken Wind bekommt, der uns vorantreibt und der uns voranbringt. Da gibt es zum Beispiel von Patanjali, wenn Patanjali über die Yamas und Niyamas spricht, da ist eines von den Niyamas, wo Patanjali und auch Meister sagte, wenn wir das perfektionieren, kommen wir direkt, ohne irgendetwas anderes, direkt auf die Ebene des Samadhis. Und das ist Ishvara Pranidhana. Das heißt, komplette Devotion und Hingabe zum Göttlichen. Aber das bedeutet auch, dass man zum Beispiel, wenn wir meditieren, wenn wir praktizieren, dass wir es aus Liebe machen. Nicht Erwartungen haben, dass wir nach jeder Meditation in einem glückseligen Zustand sind. Aber dass man auch praktiziert, volle Liebe und Hingabe praktiziert, wenn auf den Meditationen nicht so viel zurückgehen, aber dass es rein aus Liebe gemacht wird. Dass wir auch, wenn wir an uns selbst arbeiten, dass wir es hauptsächlich auch machen aus Liebe zu Gott, aus Liebe zum Meister, aus Liebe zum Göttlichen. So, Hingabe ist eines der wichtigsten Qualitäten. Da zum Beispiel auch ein kleines Büchlein, das Sri Yukteswar geschrieben hat, The Holy Science, die heilige Wissenschaft. Ich brauche nur Ruby anschauen, dann kommen die deutschen Worte. Es geht besser. Die heilige Wissenschaft, wo er so ins Intellektuelle und so in das Jnana-Yoga-Aspekt hineingeht. Und am Ende des Buches schreibt er, nichts gibt es ohne die Liebe. So, das möchte ich für jeden von euch auch wenn ihr schon Kriya-Yogi seid, gebt viel Aufmerksamkeit zu dieser Liebe für Gott, der Hingabe zum Göttlichen. Und da ist auch wunderschön, dass man in der Früh munter wird und das allererste, Guten Morgen, geliebter Meister, dass man den Morgen anfängt, schon mit dem Gefühl der Liebe. Auch wenn man sich hinsetzt zur Meditation, dass man es mit Freude und mit Liebe macht. Dann wird auch die Technik, auch die komplizierteste Technik, zu einem Fließen der Freude werden. Okay, das wollte ich noch sehr
ansprechen. Ja. Es gibt zwei Fragen zu den Techniken. Die erste, ja, die hat die Ruby auch schon ein bisschen beantwortet, ist die Frage nach der doppelten Atmung, was es damit auf sich hat. Mit der doppelten Atmung, wenn wir die Aufladeübungen machen, die Energieaufladeübungen, da haben wir es Meister es gegeben hat, mit der kurz-langen Einatmung wird da zum Beispiel, wenn wir doppelt einatmen, da werden die ganzen Lungen so richtig voll gefüllt mit Sauerstoff. Und mit der doppelten Ausatmung, kurz lang, wird der ganze Kohlendioxid so richtig rausgestoßen aus unseren Lungen. Als wenn wir normal atmen, ist das nicht der Fall. Wir können kurz einmal versuch einmal normal zu atmen, bewusst. Du kannst die Augen zumachen und normal einatmen und normal ausatmen. Und jetzt tu eine sehr bewusste, doppelte Einatmung und doppelte Ausatmung. Merkst du einen Unterschied? Wenn man das ein paar Mal macht, erstens einmal mit der doppelten Einatmung kurz lang verwendest du wirklich das Zwerchfell. Da wird die Zwerchfellatmung richtig aktiviert und stimuliert damit. Und man spürt, du machst ein paar, auch wenn du 5, 6 doppelte Einatmungen und Ausatmungen machst oder 5, 6 normale Atemzüge, wirst du einen riesengroßen Unterschied spüren an Energie, an Sauerstoff, an Klarheit im Kopf. Okay, so doppelte Einatmung ist wirklich, um mehr Sauerstoff, mehr Prana in den Körper zu bringen, mit der doppelten Ausatmung, um alles Carbon Dioxide, Kohlendioxid auszustoßen. Schön. Uta sagt, ich komme aus der Shivananda-Yoga-Tradition und interessiere mich seit einem Jahr sehr intensiv für Kriya-Yoga, nach dem Lesen von Yoganandas Biografie, die mich dauerhaft fasziniert. Muss ich mich entscheiden? Darf ich eingeweiht werden? Wir haben das oft, dass von anderen Pfaden dass man dann auf den Kriya-Pfad kommt. Es kommt zu einem gewissen Moment dann zu einer Entscheidung der Techniken. Wenn du gewisse Meditationstechniken hast, zum Beispiel von Shivananda, und wenn du aber dann Kriya möchtest, dann muss man sich sehr innerlich bewusst werden, man sollte nicht verschiedene Techniken von verschiedenen Pfaden oder Wegen mischen. Da ist es dann sehr wichtig zu meditieren, innerlich zu spüren. Und wenn du zum Beispiel von Shivananda-Tradition kommst, da kannst du auch Shivananda innerlich fragen, ob es richtig ist, dass du jetzt dann den Kriya-Pfad beginnst. Weil wenn du dich entscheidest für den Kriya-Pfad, was die Techniken anbelangt, ist es dann sehr wichtig, auf einer Linie der Techniken zu bleiben. Weil Techniken, da ist immer diese starke innere Verbindung mit dem Guru, mit dem Meister, den man hat. Okay? So sehr wichtig ist es, nicht Techniken zu mischen. Okay, letzte Frage. Aber das ist eine sehr große, glaube ich. Alexandra fragt, kann ich mit dem Praktizieren der Hingabe zum Göttlichen in mir, also wenn ich das mache, warum brauche ich dann eine, in Anführungszeichen, Zwischenperson wie einen Meister, den ich verherrlichen soll? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, wo wir jetzt zu der Aufgabe des Gurus kommen. Wenn man in den Schriften liest, zum Beispiel, wenn Jesus sagte, niemand kann zu meinem Vater kommen, außer durch mich, da geht es nicht um eine Person, es geht um das spezifische Bewusstsein. Und wenn man einen Meister, er ist nicht richtig eine Zwischenfigur, er ist sozusagen der Verbindungspunkt
mit dem Göttlichen. Weil es ist dasselbe, wenn wir wollen zum Beispiel einen Berg erklimmen. Wir möchten den Himalaya, zum Beispiel Mount Everest, erklimmen. Wenn wir alleine hochgehen wollen, wie weit werden wir kommen? Wenn wir den Weg nicht kennen, die Gefahren nicht kennen? Da ist es sehr, sehr wichtig, jemanden an unserer Seite zu haben, der den Weg schon gegangen ist. Die Meister, jeder von uns, jede Seele, die noch nicht erleuchtet ist, hat einen Meister, hat eine erleuchtete Seele, die sie schon führt, ob man es weiß oder nicht weiß. Dieser Meister ist immer mit uns. Es ist dann nur ein Wiedererkennen. Und sozusagen dieser Meister, der eben den Weg schon gegangen ist, der schon in totaler Erleuchtung und Vollkommenheit ist, der kann uns den Weg zeigen. Der kann uns innerlich vor Gefahren des Egos oder der Illusion eben schützen und uns darauf aufmerksam machen. Und da ist es sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist einer der größten Geschenke, die das Göttliche uns gegeben hat, das ist ein Meister, dass eben eine Seele, die schon Gott verwirklicht ist, dann an unserer Seite ist und uns hilft, uns unterstützt, dass wir auf die Ebene der Erleuchtung gelangen können. Ohne einen Meister können wir nicht hinkommen. So wie auch keiner Mount Everest erklimmen kann, wenn er vorher noch nie einen Berg erklimmt hat. So, Meister ist ein Meister, da gibt es viele verschiedene Meister, aber es ist wichtig, dass man zur Erleuchtung gelangen kann. Okay. Okay, wir haben noch 3 Minuten. Du wolltest noch was zu Hingabe sagen, vielleicht einen letzten Satz, oder das hattest du eben angekündigt. Ich habe gerade vorher ein bisschen über Hingabe gesprochen, eben über die Liebe zum Meister. Was auch sehr hilfreich ist, Meister hat ja die kosmischen Lieder geschrieben. Meister sagte, dass Singen die Hälfte des Kampfes gegen die Illusion ist. Speziell erhebenden Lieder und die kosmischen Lieder vom Meister, die sind alle spiritualisiert, weil was die machen, die helfen unserem Herzen, dass das Herz eben sich öffnen kann, nach oben hin öffnen kann. So für die Hingabe singen, innerlich singen, auch wenn man unterwegs ist, das hilft einem sehr auf dem spirituellen Pfad, sodass man nicht nur während unserer Meditation im Kriya praktizieren, aber auch während des Tages. Das ist ein sehr guter Punkt auch, um Hingabe zu praktizieren, zu singen.